Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Jump League. So, ich bin jetzt in der Sonne und in Jump League geht es im Großen darum, dass du in Jump Runs, also verschiedene Module machen sollst. Und dann gibt es bei jedem Modul eine Kiste, die musst du dann einsammeln und mit dem Loot, was in der Kiste ist, musst du dann im Fight so gut wie möglich platziert werden. Und ja, ich finde den Modus, oder ich finde der Modus macht ziemlich Spaß, weil man kann, das ist halt nicht einfach nur fighten oder nicht einfach nur Jump'n'Run, weil das ist halt eine Mischung von beidem. Und keine Ahnung. Man muss da jetzt nicht unbedingt rein sweaten, weil dann macht es, finde ich, nicht so viel Spaß, wenn man die ganze Zeit einfach nur rein sweatet. Das ist halt so ein Modus für ab und zu, falls du mal Bock hast, Minecraft zu spielen oder so. Aber mich nervt es ein bisschen, dass das erste Modul direkt so schwer ist. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch gar nicht schwer und ich bin einfach nur schlecht. Kann auch sein. Aber ja, ich hab's. Guck mal, das zweite Modul hier ist doch safe wieder viel leichter. Das ist gefühlt immer so. So, und schon beim dritten Modul. Das war klar, dass ich das zweite Modul schneller schaffe wie das erste. Weil normalerweise war doch das erste immer Modul 5 oder so. Hä, aber ist denn dieser Sprung hier jetzt überhaupt possible? Hä? Ich krieg den absolut nicht hin. Bin ich einfach schlecht, oder? Ach komm, Alter. Ich hab jetzt schon keinen Bock. Chill. Ach man, dieser Sprung ist echt schwer. Ich hab das Gefühl, der ist gar nicht... Was? Der eine ist einfach schon bei 84%? Ja, was ist mit ihm? Ja, okay, die Sonne wird wahrscheinlich nichts, weil ich krieg den Sprung da absolut nicht hin. Und der eine ist einfach schon bald im Ziel. Guck. Ja, da rechts dieser Fladdy. Der ist einfach schon... Ist bei mir schon bei 94%. Ja, wow, ich muss mich gar nicht mehr anstrengen, gefühlt. Ich habe in der Runde eh schon verkackt. Ich habe, also insgesamt habe ich jetzt voll den Kack-Loot, weil ich habe nicht mal eine Chestplate oder einen Helm und dann noch nicht mal ein Steinschwert. Ja, das war klar. Ich habe, was soll ich denn jetzt noch machen? Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Fight. So, wir sind jetzt da halt, ja, wie nennt man das? Auf der Map, wo man fightet, sag ich jetzt mal. Und guck mal, was für einen guten Loot die alle haben. Den, ach komm. Natürlich. Hab den. Oh mein Gott. Das war close. Ich habe halt zwei Hosen, was mir absolut nichts bringt. Und natürlich kriegt er mich direkt. Naja. Dann war halt absolut gut. Jetzt muss man halt. Hab ihn noch gekriegt. Zum Glück, aber der war auch wahrscheinlich low, wenn er eh nichts auf die Reihe bekommen hat. Oder halt eher abgehauen ist, wie gefightet hat. Und ich habe nur noch ein Leben, das ist sehr schlecht. Ja, insgesamt hat man bei Jump League 3 Leben während dem Fight. Und wenn man alle drei verliert, hat man logischerweise verloren. Und so. Ja, das ist der Fladdy, der Schwitzer. Ja, das war's jetzt mit der Runde. Die war jetzt nicht allzu gut. Ja, aber besser wie keine. Ich habe es euch jetzt mal erklärt, so worum es in Jump League ungefähr geht. Und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonniert gerne den Kanal. Ja, und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.